Was geht ab, meine Krypto-Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf YouTube. Ja, der Bitcoin hält sich bei knapp 71.000 US-Dollar. Aktuell sieht es sehr gut aus. Er hält sich sehr stabil über den 70.000 US-Dollar. Jetzt kann man sagen, naja gut, aber er ist noch nicht bei 75.000. Ich erinnere nur, vor ein bisschen mehr als einer Woche war der Bitcoin bei 60.000 US-Dollar. Also von daher sieht es aktuell sehr, sehr gut aus. Wenn wir auf Ethereum schauen, dann steht Ethereum auch sehr stark da. Sogar in den letzten 7 Tagen hat Ethereum Bitcoin outperformed und dementsprechend werden wir auch da drauf schauen. Außerdem schauen wir zunächst erstmal auf die Makrolage. Da braut sich so langsam ein Gemisch in den USA zusammen. Das werden wir uns anschauen. Das könnte etwas gefährlich werden, mittel- und langfristig vor allem. Und dann schauen wir anschließend auf den Bitcoin Spot ETF und die Kryptos insgesamt. Ich würde sagen, lasst uns Butter bei die Fische machen, gehen wir direkt rein. Zunächst erstmal schauen wir in die USA und was sehen wir hier? In Schwarz diejenigen, die ihren Job längerfristig verlieren und da zählt die rechte Skala, da nimmt es zu in den letzten Monaten und 1-2 Jahren. Und was sehen wir noch? Wir sehen hier die Wahrscheinlichkeit, einen neuen Job zu finden in Rot. Die geht nach unten und da zählt die linke Skala. Und das heißt, es wird immer schwieriger. Der Arbeitsmarkt in den USA zeigt Schwächen unter der Oberfläche. Auf den ersten Blick sieht die Arbeitslosenstatistik sehr, sehr gut aus, nur 3,8% Arbeitslose. Wenn man aber ein bisschen weiter reinschaut, so wie in dieser Grafik hier, dann sieht man, dass da auch der Arbeitsmarkt in den USA alles andere als rund läuft. Genauso gehen die Vollzeitjobs zurück und die Teilzeitjobs nehmen schon seit Monaten zu. Also es ist definitiv nicht alles Gold, was glänzt in den USA. Nach außen sieht super aus, aber wenn man ein bisschen reinschaut, dann sieht das alles andere als super aus. Jetzt kommen die Amerikaner so langsam in Schwierigkeiten. Warum? Was sehen wir hier? Wir sehen einerseits, und zwar die Zinsen von der US-Notenbank Fed in Gelb, die Leitzinsen, und wir sehen in Orange, und zwar ist das ein längerfristiger Blick seit der Entkopplung des Goldstandards, in Orange die Financial Conditions. Und die Financial Conditions spielen ja die Liquidität in der Wirtschaft und den Märkten wieder. Also ist es die Summe quasi, die Summe der Zinsen, der Leitzinsen und der Geldmenge. Beide Instrumente der Notenbank spielen hier mit rein und der Financial Conditions Index, ich hatte den schon öfters gezeigt, wenn er locker ist, dann sprechen wir von einer lockeren Geldpolitik. Und immer wenn der nach unten zeigt, dann ist der sehr, sehr locker. Und wenn wir die heutige Situation einschätzen im längerfristigen Kontext, dann sehen wir, dass die US-Notenbankpolitik sehr, sehr locker einzuschätzen ist, trotz dieser hohen Zinsen. Hier sehen wir es auch nochmal, finde ich, im längerfristigen Zeitfenster so ein bisschen, wie die Situation aktuell einzuschätzen ist. Ja, was bedeutet das für die USA? Das bedeutet, dass die Amerikaner wahrscheinlich die Zinsen nicht so schnell senken werden können. Und da gibt es ja auch schon erste Signale aus der Fed, dass man das wahrscheinlich nicht tun wird. Ist das überraschend? Ich würde sagen, es ist nicht überraschend, wenn man weiß, dass im Hintergrund der Money Printer die ganze Zeit läuft. Dann habe ich das schon in vorigen Videos prognostiziert, dass die Amerikaner sich schwer tun werden, die Zinsen senken zu können. Und das Problem ist, die Inflation zieht so langsam auch wieder an in den USA. Und das bedeutet, man kommt hier, ich würde sagen, spätestens Ende des Jahres in 2025 hinein heftig unter Druck. Warum? Weil die hohen Zinsen werden zu Problemen in der Wirtschaft früher oder später führen. Die schlagen durch, weil entsprechend die Unternehmen auch Kredite erneuern müssen. Gleiches gilt für die privaten Haushalte, die eine Zinsbindung haben für beispielsweise die Immobilienfinanzierung und die Zinsbindung entsprechend ausläuft.
Früher oder später kommt es bei solchen hohen Zinsen zu Problemen und der Motor fängt an zu stottern. Und das sehen wir auch schon, wie wir eben in der vorigen Folie gesehen haben, dass schon jetzt im Arbeitsmarkt nicht alles rund läuft. Und das bedeutet, die Amerikaner kommen echt in eine quasi nahezu Schachmatt-Situation, so langsam, ja, wo sie kaum noch rauskommen, weil die Inflation wieder anzieht, trotz hoher Zinsen und entsprechend ja, die Geldmenge sowieso nach außen offen ist, aber die Zinsen oben sind und die hohen Zinsen in Kombination mit weiter steigenden Inflationsraten führen aus meiner Sicht zu einer echt gefährlichen Mischung mittelfristig. Ich denke, vor allem 2025 wird es in den USA richtig heiß und das bedeutet nichts anderes, als dass es zu Wohlstandsverlusten kommt, was die Mittelschicht und die Unterschicht angeht. Ja, Inflation enteignet die Mittelschicht und die Unterschicht ist ein Umverteilungsmechanismus von unten nach oben. Diejenigen, die die Vermögenswerte haben, profitieren entsprechend. Und dementsprechend muss man sagen, ist natürlich die Situation in der Eurozone etwas besser, weil die EZB hat gesagt, okay, ich möchte hier die Rezession in der Eurozone zumindest bis zu einem gewissen Grad zulassen. Das hilft natürlich, die Inflation weiter nach unten zu bringen. Ja? Und dementsprechend stehen wir, was die Inflation angeht, etwas besser da. Ja? Aber die Wirtschaft läuft natürlich auch schlechter. Aber dadurch, dass die Inflation, da ist weiter deflationärer Druck in der Pipeline, in der Eurozone, dass die weiter runtergeht, bedeutet das, die Eurozone hat etwas mehr Luft, wenn die Geldmenge dann wieder ausgeweitet wird, bis wir wieder zu einer ansteigenden Inflation kommen, was jetzt schon Stand heute in den USA der Fall ist, dass die Inflation schon wieder ansteigt. Und das ist gut für die Eurozone, muss man sagen, dass man entsprechend die Schmerzen der Rezession etwas in Kauf genommen hat, das muss man sagen. Aber wir stehen natürlich auch insgesamt wirtschaftlich deutlich schlechter da. Und da sagt hier Mario Draghi, der Präsident oder vorige Präsident der EZB, wir müssen eine enorme Summe an Geld finden, um die globalen Herausforderungen hinzubekommen. Was meint er da wohl? Ja, immer wenn ein Politiker so spricht, dann erstens, woher kommt das Geld wohl? Aus dem Money Printer. Ja, wo kann man sonst Geld einfach so finden? Eine enorme Summe an Geld. Ja, und die zweite Sache ist, Global Challenges meint er im Prinzip im Politikersprech, naja, wir haben ein paar globale Herausforderungen. Was könnten die sein? Vielleicht der Ukraine-Krieg. Global Challenges, wir müssen mehr Geld drucken, um noch ein bisschen mehr Krieg zu führen, weil wir brauchen mehr Umsatz. Ja, Krieg war schon immer das beste Geschäftsmodell, das es in der Geschichte gab, weil es bringt sehr, sehr viel Umsatz für diejenigen, die entsprechend große Anteile an den Rüstungsfirmen haben. Ja, so viel dazu. Also von daher dürfen wir auch in der Eurozone wieder vermuten, dass die Geldmenge, und das tut sie ja schon wieder ansteigt, aber noch weiter ansteigt. Und entsprechend auch für 2025 erwarte ich für die Eurozone wieder deutlich höhere Inflationsraten. Die zweite Inflationswelle, die kommt, die wird gerade aufgebaut. Ja? Die erste haben wir hinter uns und die zweite fängt man gerade an aufzubauen. Deswegen würde ich sagen, verlassen wir doch die Makroebene und gehen direkt zum Bitcoin und zu den Kryptos rüber. Und was sehen wir hier? Der Bitcoin, wie ich schon angekündigt habe, hält sich bei über 70.000 US-Dollar, knapp bei 71.000. Und Ethereum hat hier die letzten 7 Tage Bitcoin outperformed. Warum ist Ethereum so stark? Aus meiner Sicht, weil der Markt den Ethereum ETF einpreist. So schätze ich das ein. Können natürlich auch andere Gründe sein. Aber aus meiner Sicht ist der ETF hier eingepreist aktuell. Okay, gehen wir weiter, schauen uns den Bitcoin Spot ETF an. Und was sehen wir? Wir hatten extrem hohe Nettoabflüsse gestern wieder. Finde ich tatsächlich ein bisschen überraschend. BlackRock
waren unter 50 Millionen, Fidelity unter 10 Millionen, also beide sehr, sehr schwach an Zukäufen. Grayscale hat 300 Millionen an Abflüssen gehabt und in Summe kommen wir auf 223 Millionen an Nettoabflüssen. Aus meiner Sicht etwas überraschend an der Stelle, aber was man positiv festhalten muss, auch überraschend ist, dass sich der Bitcoin trotzdem so stark hält und über den 70.000 ist. Ja? Und das muss man eben sagen, es ist eben am Ende auch Retail da und nicht nur die Institutionen, die Bitcoin kaufen. Gehen wir weiter und wir schauen uns hier mal die Short-Term-Holder an und wir sehen immer, wenn die von dem, also wenn die im grünen Bereich sind, kaufen sie zu und wenn es in den lilanen Bereich gehen, dann verkaufen sie. Wenn wir jetzt schauen, wo sie vom Volumen her stehen, dann stehen sie bei 5,1 Millionen, was das reine Volumen angeht. Und wenn wir das vergleichen mit dem Volumen im letzten Bullrun, dann sehen wir, dann lag das bei 8,4 Millionen. Und wir sehen, dass da entsprechend noch ordentlich Platz ist. Also hier im Bullrun 2017, ich vergleiche ja den aktuellen Bullrun eher mit dem 2017er Bullrun. Selbst wenn wir den 2020er Bullrun sehen, dann sehen wir, dass das Volumen da bei 7 Millionen lag. Also es ist hier noch eine Wegstrecke vor uns, was die kurzfristigen Käufer angeht. Schau mal die langfristigen Käufer an. Was machen die denn? Also diejenigen, die Bitcoin mindestens ein Jahr oder länger gehalten haben. Und da sieht man nämlich ein anderes Muster. Immer wenn der Preis steigt Richtung All-Time High, hatte ich ja auch schon gezeigt, dann fangen die an, Gewinne mitzunehmen. Das war auch 2020 der Fall. Jetzt sehen wir es auch hier schon wieder, dass hier Teilgewinne von den Long-Term-Holdern mitgenommen werden. Das ist auch natürlich diejenigen, die Bitcoin beispielsweise schon seit 4-5 Jahren halten, dass die entsprechend auch immer mal wieder was abschöpfen. Meine Empfehlung ist es natürlich nicht. Ich würde Bitcoin die ganze Zeit weiterhalten. Aus meiner Sicht gibt es jetzt, gerade wo die Institutionen reingehen, immer weniger Gründe, Bitcoin zu verkaufen. Gehen wir weiter. Und hier sehen wir es auch nochmal. Und zwar die Short-Term-Holder, wie die hier über die letzten 155 Tage zugekauft haben. Das bedeutet, insbesondere seit Anfang, Mitte November haben hier die Short-Term-Holder ordentlich zugelegt, was die Zukäufe angeht. Und wenn wir das zusammenbringen mit den Long-Term-Holdern, bedeutet das, die Long-Term-Holder fangen an, Gewinne mitzunehmen und die Short-Term-Holder, die steigen gerade erst in den Markt ein. So viel dazu. Schau mal hier mal, was so möglich ist, ja, liebe Männer, aufgepasst, und zwar, hier ist so eine Art Lotto-Millionär, he finds love of his life 2 days after hitting it big, also 2 Tage nach dem Lottogewinn hat er die Liebe des Lebens gewonnen, ne? Die Liebe, die bedingungslose Liebe. Sieht man mal, ja? Also, falls es mit Lotto nicht klappen kann, liebe Männer, vielleicht klappt es ja mit Krypto. So viel dazu. Gehen wir weiter und schauen uns mal an, wo sind wir gerade, was die FOMO angeht. Und da sehen wir hier Google Trends, habe ich ja auch immer wieder gezeigt. Was wir jetzt sehen, so langsam fängt es hier an anzusteigen. Und hier mal die Unterscheidung zwischen Bitcoin und Krypto. Und wir sehen, Bitcoin wird aktuell deutlich stärker gesucht in Google. Das war aber auch im vorigen Bullrun so. Aber wir sehen, beides steigt leicht an. Sind wir jetzt schon in der FOMO-Phase? Nein, das ist klar, weil ich gehe von aus, dass wir den Wert aus 2020 deutlich übersteigen müssten. Warum? Weil natürlich eine viel größere Masse inzwischen reinkommt in den Kryptomarkt. Das heißt, wir befinden uns gerade am Beginn der Massenadoption und dementsprechend sind wir hier gerade erst am Anfang vom Anstieg, um es mal so zu sagen, am Anfang der heißen Phase. Wir können dazu auch mal YouTube als Referenz wahrnehmen, ja, und da sehen wir hier,
das Interesse an Krypto-YouTube-Kanälen 2020 im letzten Bullrun und wir sehen, wo wir jetzt sind. Ja? Und hier sehen wir auch, also sowohl Google als auch YouTube zeigen ein ähnliches Bild. Es steigt hier leicht an. Wir sind aber immer noch nicht in der absolut heißen FOMO-Phase. Und deswegen bin ich auch so entspannt, was das Ganze angeht. Ja, bei mir sind jetzt auch wieder einige Coins in den letzten Tagen gestiegen. Ja, mit einigen bin ich mit einem 20x tatsächlich mittlerweile im Plus. Aber ich ziehe auch Stand jetzt noch keine Gewinne. Ja, warum? Weil ich eben sehe, wie weit wir sind. Ja, und wir sind noch nicht in der heißen Phase. So ist zumindest meine Einschätzung. Und ich werde auch frühzeitig anfangen, Gewinne mitzunehmen. Aber aus meiner Sicht ist es jetzt noch nicht so weit. Deswegen werde ich noch weiter abwarten. Generell, es kann jetzt natürlich in den nächsten 14 Tagen rund um das Halving noch ein bisschen turbulent werden. Das heißt, rechnet mit ein bisschen Turbulenzen. In Summe gehe ich von aus, dass wir weiter hochlaufen. Ja, das hatte ich ja schon mehrmals angekündigt. Und dementsprechend, wenn es mal dampfen soll, zwischendurch, werdet nicht gleich nervös, sondern es ist völlig normal. Zoomt raus, schaut die langfristige Perspektive an, die ich euch gerade hier bei YouTube und den Google Trends gezeigt habe. Und dann seht ihr im Prinzip, wo wir sind. Wir sind gerade am Beginn der heißen Phase. Dementsprechend kein Grund, nervös zu werden. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat und du etwas zurückgeben möchtest, dann kannst du das tun, indem du ein Like da lässt. Wenn du mehr zurückgeben möchtest als ein Like, dann kannst du das tun, indem du in den Kommentaren eskalierst. Dann trägst du deinen Teil dazu bei, dass der Algorithmus eskaliert und immer mehr Menschen diese Informationen erhalten. Außerdem kannst du das Video gerne teilen mit deinen Freunden und Bekannten. Und falls du es noch nicht getan hast, kannst du den Kanal gerne abonnieren. Am Ende bleibt mir nur noch eines zu sagen, und zwar folge immer dem Money Printer. Ich würde sagen, ich bin raus. Ciao, ciao.